Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit Mutality. Und ja, in meinem allerersten Video zur Closed Beta hatte ich euch ja versprochen, bevor die Open Beta losgeht, versuche ich nochmal an die Yamato ranzukommen. Diesmal auf meinem eigenen Account, nicht auf dem Presse-Account. Das heißt, das Schmuckstück hier habe ich mir selber erfahren. Und da habt das die liebe Yamato 5 geplant, 3 gebaut, 2 wurden Schlachtschiffe, die Yamato und die Musashi. Ja. Das Ding hat eine Länge von 263 Meter, 38,7 Meter Breite und einen Tiefgang von 11 Meter. Ist eines der größten Schlachtschiffe, das überhaupt jemals geplant und gebaut wurde. Und wir gucken uns einfach mal ganz kurz an, ob das Ding überhaupt wirklich gut ist in dem Spiel. Denn wir haben es eben mit der Montana verglichen. Das ist ja das amerikanische Pendant auf Tier 10, ein Schiff, welches es nie wirklich gab. Also es wurde nicht wirklich gebaut komplett. Und deshalb gucken wir einfach mal rein. Insgesamt kommt die Yamato auf 97.200 Hitpoints. Das ist einsame Spitze, da kommt nichts ran. Auch die Montana nicht. Dann kommen wir gleich direkt zu den Geschützen. Das ist nämlich interessant, das ist das größte Kaliber derzeit im Spiel. Mit 3 Türmen A3 Geschützen mit 460 mm. Auch da kommt die Montana nicht wirklich ran. Wir machen hier mit einem Schuss Maximum 14.800 Schaden mit AP. Also kann sich sehen lassen. Auch sekundär hat die Yamato einiges zu bieten. Ich würde nicht in ihre Nähe fahren. Mit 24 Kanonen 127 mm und 6 Kanonen 155 mm. Auch da kommt die liebe Montana nicht ran. Interessant ist auch 26,6 Kilometer Reichweite. Ihr wisst vielleicht noch, als ich am Anfang der Closed Beta die Yamato gefahren bin, war da noch nicht diese Zahl. Diese wurde quasi gebufft und wir können uns jetzt auf längere Entfernungen wehren. Ja, leider Flak ein bisschen wenig, hat hier insgesamt nur einen Quotienten von 75. Auch da ist die Montana, die ist da sehr viel besser. Die ist wirklich gegen jedweder Art von Flugzeugen gewappnet, die Yamato nicht. Das werdet ihr vielleicht gleich in einer Schlacht sehen. Flugzeugträger sind euer tödlichster Feind. Kommen wir zur Manövrierbarkeit. Wir haben hier 27 Knoten. Das ist ein Knoten weniger als die Montana. Dafür sind wir ein ganz kleines Tickchen manövrierfähiger. Aber glaubt mir, wenn ich das sage, diesen Brocken hier kann man nicht manövrieren. Ja, was fährt, das fährt. Deswegen ist es ziemlich schwierig, da Torpedos auszuweichen. Aber vielleicht sehen wir das auch. Ansonsten, die Yamato, ja, wo sie einmal ist, wird sie auch sofort gesehen. Ab 18 Kilometer macht euch so ziemlich alles auf. Ja, also, mit dem Ding kann man sich nicht verstecken. Aber braucht es auch nicht, denn es hat eine hervorragende Panzerung. Wenn sie nicht gerade durchschlagen wird, dann haltet ihr einiges aus. Und genau das werden wir jetzt direkt mal in der Schlacht testen. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon mitten in der Schlacht zusammen mit dem Silverlane in seiner Yamato. Huh. Hallo. So, was machen wir denn? Ich werde, glaube ich, hier mal ein bisschen kreuzen. Angreifen ist ja im Moment noch nicht nötig. Würde ich auch sagen. Wir kreuzen einfach immer hin und her und verteidigen den Cap. Das ist quasi unsere Aufgabe dann. Ich hätte gerne einen Kreuzer in meiner Nähe mit sehr viel Flak. Denn wir haben im Gegnerteam einen Stufe 10 Träger der Japaner. Das könnte übel werden. Oh Mann. Wir haben leider nicht einen einzigen amerikanischen Kreuzer hier. Weil die japanischen Kreuzer sind ja nicht so sehr mit Flak gesegnet. Nee, überhaupt die Japaner haben es nicht so mit Flak. Ah, blöde Kamera, was machst du denn hier? Jetzt. Okay. Beta. Gut. Da ist das Schmuckstück. Alter Schwede, was für ein Brocken. Wir können auch über die Hälfte der Karte irgendwie ballern, aber da hinten kommen wir leider noch nicht drauf. Ich fahre einfach mal hier hinten ein bisschen rum, gucken, ob wir dann irgendwas finden, ansonsten drehen wir nochmal komplett um. Ich habe das Ding hier auch ausgebaut. Man kann ja hier schon in der Closed Beta, jetzt vor Version 0.4.0, einiges einbauen. Unter anderem, dass sich die Türme schneller drehen, denn die Türme drehen sich derzeit 72 Sekunden lang. Von rechts nach links, 180 Grad. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Und das haben wir ein bisschen reduziert. Knapp um 30% durch 2 Einbauten. Auch die Nachladezeit ist jetzt, okay, die ist ein bisschen höher geworden. Dadurch ungefähr um 2-3%. Das macht aber nichts. Da drehe ich halt lieber schnell meine Türme. Ihr seht's,
Die kommen ein bisschen schneller hinterher als noch im ersten Video. Wer das erste Video noch nicht kennt, das wurde ganz am Anfang aufgenommen, hatte ich einen Presseaccount und konnte mich da mal ein bisschen gütlich tun an der Yamato. Und ja, es lief nicht ganz so gut, weil da die Mechaniken noch andere waren. Die Penetrationsmechanik war noch komplett anders, deshalb kam da auch nicht so viel Damage bei rum. Hier ist es ein bisschen anders, das werdet ihr auch gleich sehen. Hoffe ich zumindest, wenn ich denn was treffe. Oh! Was hast du gemacht? Ich habe einen Cruiser geone-shottet. Ja, das meine ich. Wenn die Yamato trifft, tut's weh. Das kann ich euch verraten. Und das werdet ihr auch noch sehen. Es wird noch ein zweites Gefecht geben. Und zwar das allererste, das hatten wir im Stream geführt. Das habe ich aufgenommen. Und ja, es lief ganz gut, sagen wir es so. So. Ich bremse jetzt erstmal ab. Und werde gleich mal versuchen, die North Carolina daraus zu nehmen. Weil ich habe halt auf die Montana gezielt. Sehr gut. Und der Kreuzer klebt da an dem Ding. Ja, da habe ich ihm das Geschwür einfach mal weggeschossen. So, unsere Geschosse sind 13 Sekunden lang unterwegs. Wie immer mache ich das mit der Alt-Taste. Ja, weil ich rede ja auch mit der Alt-Taste. Das ist meine Push-to-Talk-Taste. Wenn ich sie loslasse, ist die Anzeige weg. Haben sich ja viele gefragt, wie ich das dann einblende. Kann man leider noch nicht die ganze Zeit einblenden. Finde ich sehr schade. Kommt aber noch. So. Ja, wir haben im Moment gerade keine Ziele, weil der eine da hinten immer wieder zugeht. Unser Flugzeug, was wir hier dabei haben, ist nicht wie in Version 0.4.0, also die Open Beta Version, dazu da, um die Reichweite der Kanonen zu erhöhen. Das kommt noch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und mal gucken, ob wir die North Carolina jetzt erwischen. Wir fahren mal hier mit unseren Geschossen. Das war übrigens die Kita Kame, die ich gewonnen habe. Ah ja, die hält ja eh nichts aus. Ah, das war knapp. Schade. Ja, die genaueste ist die Yamato nicht, gerade auf Entfernung, aber alles unter 15 Kilometer hat eigentlich keine Chance, irgendwie davon zu kommen. Euer größter Feind sind Flugzeuge mit Torpedos. Das kann ich euch so sagen. Torpedos sind ultra gefährlich für die Yamato. Sie hält eine Menge aus, aber meistens kommen ja auch eine Menge. Ich erinnere da nur an gestern. Im Stream hat der Silver mal eben knapp 20 Torpedos gefressen. Mit einem einzigen Luftangriff. Das war schon übel. Gut. Noch wollen hier keine Flugzeuge was von uns. Da hinten sind zwei Jäger. Das interessiert mich jetzt eher nicht so. Ich habe sogar zwei Mogamis hier vor meiner Nase. Das ist gut. Und leider fahre ich den gerade davon. Nee. Ich würde gerne auf irgendwas schießen. Ich habe eine Amagi direkt vor der Nase. Oh, da ist eine Kitakami. Hi. Hattest du eigentlich vorher mit HE geschossen oder mit AP? Das war AP. Kam auch von oben, halt. Das war ja fast auf Max-Range. Jupp. Eine Granate, ihr habt's gesehen. AP oder HE? AP. Ja, ich habe hier zwei Zitadellentreffer gegeben. Ich habe hier genau ein Versenken, ein Devastating Hit und ein Zitadellentreffer. Und dann war die raus. Ach ja. Genau, ist nur eine Fleischwunde. Großartig. Ich finde die Yamato echt super. Und ich bin sehr gespannt auf die Montana. Das ist amerikanische Pendant. Die hat zwar nicht so diesen Spaß gerannt, weil natürlich das Kaliber ein bisschen kleiner ist, aber schießt dafür einen Tick schneller und, nee, obwohl, schießt genauso schnell, aber ist, ja, etwas genauer, hat auch nicht das Problem, wenn bei uns ein Turm ausfällt, haben wir ernsthafte Schwierigkeiten, weil dann ein Großteil unserer Bewaffnung ausfällt. Das ist halt bei der Montana nicht so. Die hat halt vier Türme. Aber gut, auf Zerstörer schießen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe gerade einen versenkt. Fast. So, Flugzeuge. Die sind auf dem Heimweg. Hoffe ich zumindest. Ja, sind sie. Die haben unseren Flugzeugträger angegriffen. So. Ich würde gerne mal auf irgendwas schießen. Oh, wir haben sogar ein Flugzeug abgeschossen. Ich gehe da jetzt mal rein hier. Wir haben ja noch nicht sehr viel gesehen, leider. Da drüben ist eine gegnerische Yamato. Aber ihr seht schon, die ist wieder hinter einem riesengroßen Gletscher. Spielt da einen auf Titanic. Und wir können auf nichts wirken. Ich mag diese Map nicht. Diese Map ist einfach nur vollgestopft mit Blödsinn. So, wenn ich also jetzt hier stehen bleibe und rückwärts fahre, könnten wir die Yamato eventuell beschießen. Ich hoffe es einfach mal.
Ja, Nahkämpfer haben wir hier auf der Map leider eher selten. Wirklich extrem selten. Deshalb, ja, guckt euch einfach gleich das zweite Battlechen an. Da gab es ein bisschen mehr zu sehen. So, da kommt die Yamato raus. Ihr seht schon, es dauert eine Weile, bis dieses Schiff stehen bleibt. So, da haben wir sie. Ich muss nur einzielen. Ja, ich will halt nicht hier meine... Trägheit der Masse, ne? Genau. So. Ich will halt jetzt nicht gegen den Hügel schießen. Wenn ich jetzt gegen den Hügel schieße, dann ist unsere Artillerie quasi nutzlos. So, das sind aber rechts von mir ist noch ein Kreuzer. So, mal gucken. Wir haben ja ein ziemliches Streufeld von unseren Granaten. Ja, zwei haben getroffen. War jetzt aber nicht so doll. Der ging gut rein hier. Vier Treffer insgesamt, aber leider wenig Schaden. So, gehen wir wieder Viertel vor und schießen mit der Salve auf die Montana. Die bleibt nämlich stehen. Guckt ihr das an. So. Ziehen wir mal genau. Gucken, ob es reicht. Sind nur 19 Kilometer. Und so eine Montana kann man einfach nicht verfehlen. Ja. Ja, 4000 waren Streifschuss. Oh, die ging leider daneben. Ja, die Entfernung ist die Yamato nicht die genaueste. Braucht sie aber auch nicht sein. Sie schießt halt ja, gute 9 Geschosse. Einer davon wird schon treffen. Ja, wenn und der Reload ist annehmbar, ne? Haben sie definitiv gebufft. War vorher weniger. Weil 25 Sekunden für die Geschütze, meine Herren. Das ist okay. Kann man nicht meckern. Also mir gefällt dieses Schiff. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein richtig schönes Schlachtschiff, wenn die gegnerischen Flugzeugträger einen in Ruhe lassen. Wenn die einen nicht in Ruhe lassen, hat man ein Problem. Das sage ich euch direkt so, wie es ist. Denn ein Flugzeugträger kann euch mit 2 Luftangriffen komplett rausnehmen. Egal, ob der nun Tier 9 oder Tier 10 ist, die schaffen das. Aber gut, das ist ja auch der Original Yamato passiert. So, ich würde gerne hier wieder auf irgendwas schießen, aber hier sind einfach viel zu viele Felsen. Oh. Ich bringe mich hier schon in Gefahr, damit ich mir mal wieder schießen kann. So, da haben wir eine North Carolina. Die ist nicht die schnellste. Amagi, wie abgesprochen. Mein Scout kommt zurück, er startet sein. So, apropos Scout, ich kann dann auch mal starten. Und die müssten wir eigentlich ganz gut treffen. Oh, ja, die Yamato hat ja 7 Stück. Nein, leider einmal drumherum geschossen. Ja, wir haben 7 Flugzeuge. Falls mal eins abgeschossen wird, haben wir gleich nochmal eins hinten im Hangar. Können wir kurz zusammenbasteln und dann geht's los. Und die North Carolina haut mir jetzt nicht ab. Ich bleib jetzt hier einfach so lange stehen, bis ich sie versenkt habe. Und die dreht ein. Muss mal aufpassen, ne? Oh, die gehen wohl alle daneben. Ja, müssen wir auf die nächste Salve warten. Der dreht nämlich schneller, als ich dachte. Ah, einer trifft vielleicht. Ja, war ein Streifschuss. Diese 4800 bedeutet, es ist nicht durchschlagen. Ja, das ist normaler Schaden. Quasi die Delle. Das war unser Turm. Das passiert ab und an. Nicht wirklich oft, aber es passiert. Das ist mir im ersten Video ja auch direkt 2-mal passiert, aber gut. Das war sowieso eine seltsame Phase. Oh ja, Flugzeuge. So, da haben wir nochmal ordentlich Treffer gemacht. Da haben wir auch mal ein bisschen durchschlagen. Leider nichts Wichtiges getroffen, aber ganz gute Löcher hinterlassen. Und das machen wir jetzt nochmal mit unseren vorderen Batterien. Oh ja, die kommen ganz gut. Blub. Okay, vielleicht auch noch nicht. Mist. Ja, ich muss mich erstmal an dieses Schiff gewöhnen. Jedes Schiff fährt sich komplett anders, schießt komplett anders. Man muss sich daran gewöhnen, wie man vorzielt, wie man einzielt und what the fuck, wieso gingen die drüber? So, 8,2 Kilometer. Ihr seht, unsere Sekundärbatterie fängt jetzt schon an zu schießen. Das ist auf Tier 8 und Tier 7 nicht so. Ja, da geht es erst ab 5 Kilometer los, aber hier, ja... Ich glaube nicht, dass die North Carolina bei uns lebend ankommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Sekundärbatterie wird die einfach auseinanderfetzen. Plus natürlich unsere Schüsse aus den Hauptschützen. Au! Da war aber ein Treffer dabei. Und ich glaube nicht, dass es die North Carolina war. Ich glaube, das war die Yamato da hinten. So, und ich glaube, den Rest machen wir einfach durch die Sekundärbatterie. Guckt euch das an.
So, wir brennen jetzt ein bisschen, macht aber nichts. Oh. Nein, ich habe drüber geschossen. What the fuck? Achso, der ist abgesoffen. Ja, ne? Haben wir wenigstens auch mal die Sekundärbatterie gesehen. Und da hinten haben wir eine Ibuki. Hallöchen. So, wir parieren uns, dass wir nicht mehr brennen. Und wir schießen ein bisschen die Ibuki zu Kleinholz. Wenn wir sie denn treffen. Sie hat natürlich genau alles richtig gemacht. Kommt direkt mit dem Bug voran zu uns. Ja, weniger Trefferfläche. Genau, bietet dadurch keinerlei Trefferfläche. Und wir haben da ein bisschen Schwierigkeiten. Ihr seht schon, die Yamato, die zimmert mal so grob in die Richtung. Und nicht jeder Schuss trifft. Ah, aber ihr habt gleich durchgekippt. Ja. So, aber die sollten ganz gut treffen jetzt hier. Die ist ja relativ nah dran. Nein, die erste Salve ging drüber. Immer wenn ich sage, die sollten ganz gut treffen, geht's daneben. Ich erkenne ein Muster. So, ich freue mich richtig auf meine Yamato, denn in der Open Beta, denn da gibt es ja dann auch die grafischen Effekte, dass wenn man schießt, dass das Wasser sich bewegt und so weiter. Also richtig, richtig schick. Und da haben wir durchgekippt. Ja, war jetzt nicht so erfolgreich, mein Gott. Aber ihr habt, glaube ich, mal einen ersten Eindruck gekriegt. Und ich hänge jetzt hier nochmal direkt eine Schlacht dran. Und zwar die allererste Schlacht, die ich überhaupt mit der Yamato in der neuesten Iteration der Closed Beta gemacht habe. 72.000, ja, im nächsten Spiel wird es ein bisschen mehr. Gut, ich hoffe, ihr habt dann Spaß. Und wir sehen uns nächste Mal wieder, hoffentlich zur Open Beta mit World of Warships. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss. Mal gucken, was das Ding so drauf hat. Wir werden wahrscheinlich auf der Karte ganz gnadenlos versagen. Ich mag die Karte überhaupt nicht. Wir haben eine Reichweite von 26,67 Kilometer. Reicht. Das ist mehr, als ich damals hatte. Und da flitzt was, der Colorado. Gott, die Arme. Ja, ich habe natürlich meine Geschütze schon nach rechts gedreht. Und wenn sie schon mal nach rechts sind, ausgerichtet sind. Ein bisschen enttäuschend, Streichschuss. Ja, aber das Schöne ist, dass man hier nicht unbedingt den Hektom mit benutzen muss. Ja, mal gucken, ob die über die Insel drüber gehen. Intercross hatte ja, übrigens schon gefragt, warum man den Stream nicht im Nachhinein schauen kann. Und zwar nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Eigentlich müsste das gehen. Und Pan 21, ja, man kann nachschauen, wie viele Gefechte man schon gemacht hat. Das ist einmal in-game und ich meine, mittlerweile kann man es auch auf der Seite nachschauen, wie viele Gefechte man hat. Haben die dich angegriffen, die Flugzeuge? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. Also ich. Die sind weg. Ich habe zwei weggeschossen. Ich auch zwei. Auf rechts von dir kommt ein Zerstörer. Ich habe ihn mal getroffen, ne? Für 14.000. Oh, klingt die gewaltig, wenn die feuert. Ja, und sie trifft schön. Ich schieße jetzt nächstes Mal auf die Pensacola. Die geht mir nämlich ziemlich auf den Zeiger. Ja, die hat mir gerade. Die hat gerade 19.000 von mir gekriegt. 46 cm Geschütze. Mal sehen, was er dazu sagt. Ja. Nichts mehr. Großartig. Echt schönes Ding. So, muss man aufpassen. Ja, da kommen die Torpedos. Das war klar. Oh, abbremsen. Rechts, 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 rechts. Ah, einen treffe ich wohl. 17.000? Alter Schwede. Ja, das würde dann wohl die Gearing gewesen. Obwohl, ja, beide ist C9 und C10 Zerstörer, ne? Also, Die hauen rein. Die Dämonen muss weg. Ja. Da kann ich aber gerade nicht drauf wirken, ehe die Türme ausgerichtet sind. Hektum geht.
Oh Mann. Ich lecke. Lenken, ich meine lenken. Du hast gerade genau das gleiche gedacht wie ich. Das tut mir leid. So, dann räumen wir die mal raus hier. Wobei jawohl, da ist jetzt Zitadellentreffer. Ist böse erwischt. Ja, 22.000. Ja, ich brenne. Ich dreh mal ab. Oh. Den drauf. Aber von der ist nicht der wird doch gefeuert. Doch, geh los, wo kommt die denn her? Gute Nacht. Oh, schade. 789. Oh, er pariert sich. Ja, los, lad nach. Ich will das Ding wegmachen. Wobei, das schaffst du jetzt wahrscheinlich. Ja. So, was haben wir? Oh ja, da ist die Gearing. Ja. Ich bremse mal ab. Und drehe mein Schiffchen. Und hol mir Punkt C. Gucken, ob ich auf die Colorado schießen kann. Ich drehe nach Richtung Norden, weg von der Gearing. Ich brauche gerade ein bisschen Zeit zum Reparieren. Die Mogami schießt auf mich. Ich habe irgendwas angezündet. Ich schätze mal, das war die Gearing. Ja, die Mogami muss jetzt sterben. Du hast mein Schiff zerkratzt. Mein Lack. Das wird übel für dich enden. Okay, etwas tiefer. Von der Mogami muss ich echt aufpassen, weil die hat auch Torps, ey. Aber er schießt ja gerade nur auf mich. Na warte, Mogami, wenn mein hinterer Turm eingedreht ist, dann geht's hier an den Kran. Nochmal wieder dein Treffer. Nicht mehr viel übrig von dem. Oh, und jetzt können meine vorderen nochmal feuern. Tschüss. Ach Mann. Oh, aber ich mach das. Und gute Nacht. Die kommen gut. Enemy Cruiser destroyed. So, ich drehe mal zurück Richtung unserem Startpunkt. Shit, Torpedos. Uah. Gut, dass sie so schnell bremst. So. So, wir haben leider nur zwei Punkte, aber das sollten unsere kleinen Schiffe schon machen. So, dann schießen wir mal hinten auf die Iowa, schätze ich mal, oder? Mhm. Der Flugzeugträger ist leider out of range. Die Izumo wäre vielleicht auch erstmal. Oder Nagato, weil die sind alle angeschossen. Ja. Ah, dauert eh, bis meine Türme eingedreht sind. Ja, meine auch. Aber bisher bin ich ziemlich beeindruckt von dem Schiff, muss ich sagen. Also als ich das erste Mal ausgetestet habe, da waren die ja gerade erst frisch drin und da war das Ding nicht allzu gut. Aber jetzt, so Gott, die Dinger fliegen 10 Sekunden. Der Nagato ist weg. Schieß auf die Izumo, mal gucken, ob ich sie überhaupt treffe. Ja, bei mir drehen sich die Türme immer noch. Oh, das ist ein ganz schöner Weg bis dahin. Aber sieht ganz gut, ja, ich habe sie getroffen, aber es ist nicht viel passiert, 4000. Na, komm ich nicht dran, ich muss auf die Iowa schießen. Mach ich mit. Hektom ist bei mir noch da. 9 Sekunden Flugzeit, okay. Ja, musst du nicht weit vorhalten. Die sind ziemlich schnell unterwegs, die Geschütze. Die Geschosse. Ja, das Problem ist, mein Schiff dreht und die Türme kommen nicht hinterher. Also ich kriege hier gerade nicht aufs Target. Ah, ich habe sie erwischt. 12.000, nochmal 6.000 daher. 18.000, das ist okay. Damit kann ich leben. Na komm, dreh mal ein. Komm. Oh Gott, viel zu weit vorgehalten.
Ja, naja, hast ihn angekratzt. Dann nehme ich ihn jetzt mal raus, ne? 44.000, das sind zwei Zitadell-Hits. Ja, das geht mit einer Salve. Ja, 24.000. Noch eine Salve und der ist raus. Leg dich nicht mit der Yamato an. Ah, es ist geil, dieses Ungetüm zu fahren. Das macht schon Spaß. Oh, die Izumo kommt direkt auf mich zu. Will der mich rammen? Ich nehme erst nochmal die Iowa raus und dann drehe ich auf die Izumo. Tschüss, Iowa. War schön, dich gekannt zu haben. Nice. Oh Mann, ey. Die Frage ist jetzt, was macht die Izumo? Dreht die weiter Richtung Norden? Nee, die geht auf die Kagero und... Oh, Colorado schießt auf mich. Ich drehe jetzt ein und räume die jetzt auch noch aus dem Weg. Okay, oh, hat sich erledigt. Ja, war eine schöne erste Runde für die Yamato. Ja, gucken wir mal. Auch 85.000 Schaden für die erste Runde, nicht schlecht bei mir. 7.000 XP, 492.000 Credits. Das waren 149.000 Schaden. Alter Verwalter. Ich liebe dieses Ding. Ja, nicht Platz schlecht. Eins. Nee, Platz 2, hinter der Kitakami. Alter Schwede, der hat auch eine gute Runde abgelegt. Ah gut,